Das Dress gefällt mir, das habe ich schon den Leuten von Adidas gesagt, einmal etwas anderes. Vor allem sehr viel Grün, und Grün ist ja, und das wird man wahrscheinlich gar niemand abstreiten, die schönste Farbe der Welt. Stellen Sie sich nur vor, wenn es nicht regnet, wie die Bäume ausschauen, wie die Wiesen ausschaut, dürr, trocken, so ein bisschen manchmal in das Braun-Lila hineingehende. Aber Grün ist ganz einfach eine Farbe der Freude, auch wenn sie nicht immer nur Freude bereitet. Adidas ist mein absoluter Lieblingsausrüster. Ich darf das sagen, ohne dass ich irgendeinem anderen Ausrüster zu nahe treten will. Und Grün, ich war schon mal grün unterwegs, mein lieber Peter. Das war, wenn ich mich recht erinnere, ein Jahr als Manager beim VfB Lübeck. Da war es auch grün. Grün wird in Deutschland gerne assoziiert mit Werder Bremen. Ich glaube, Werder Bremen ist auch ein sehr, sehr positiver Club, obwohl er im Moment gerade ein paar Probleme hat. Vielleicht ist es bei den Grünen so, ich weiß es nicht. Mir gefällt das Trikot sehr gut, natürlich. Was soll ich auch anders sagen? Soll ich sagen, es gefällt mir nicht? Kann ich nicht. Will ich auch nicht. Grün ist eine schöne Farbe, hat der Präsident gesagt. Es ist ein wunderschöner oranger Fleck, ja, ein holländisch anmutender Fleck unseres Hauptsponsors. Also alles wunderbar. Nochmal Gratulation an den Designer von Adidas. Schön sind wir, und jetzt müssen wir nur noch gut werden. Also wir werden uns bemühen, wir werden hart an uns arbeiten. Wir wollen Spieler und Mannschaft entwickeln. Wir wollen Rapid wieder in die richtige Richtung bringen. Und geht davon aus, dass wir eine schöne Zukunft haben werden. Natürlich beinhaltet es sehr viel Arbeit, sehr harte Arbeit, aber diesen Anforderungen und diesen Dingen stellen wir uns und werden natürlich alles geben. Wir haben in der Saison bis zum Trainerwechsel 0,9 Punkte geholt. Wir haben seit dem Trainerwechsel knapp 1,6 Punkte geholt. Da kann man auch an den Ergebnissen, unabhängig jetzt mal, wenn man die Leistung betrachtet, kann man sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Leistung war auch so, dass wir Schritte nach vorne gemacht haben. Jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß, wenn man mal in so einer Situation ist, in der wir gewesen sind, da rauszukommen, da gibt es eben nicht die berühmt-berüchtigte Explosion und alles geht von ganz alleine, sondern muss man sich genauso, wie man sich mühsam da rein manövriert hat, genauso mühsam muss man sich Schritt für Schritt wieder da raus manövrieren. Wir haben im Präsidium beschlossen, unser Trainerteam weiter im Amt zu lassen. Wir sind zufrieden mit der Arbeit, die in den letzten Wochen von Zoki Barisic und seinen Freunden hier geleistet worden sind, und ich bin sehr optimistisch, dass wir hier eine gute Wahl getroffen haben. Ich glaube, dass es dass die Saison gezeigt hat, dass es eine richtige Entscheidung war, dass es keine einfache Entscheidung war, den Trainer zu wechseln im Frühjahr, aber dass es eine richtige Entscheidung war, mit Zoki Barisic und Carsten Janka das anzugehen, in der Kombination mit Alex Steinbichler und unseren beiden verbliebenen Trainern, Raimund Hedel als Torwarttrainer und Thomas Sickersberger als Co-Trainer. Kann hier allerdings auch schon mal sagen, dass die offizielle Bezeichnung von Carsten Janka wird sein Individualtrainer. Ja, wenn wir, sagen wir mal, ein bisschen das Wording versuchen, vernünftig zu gebrauchen, sollte in der Zukunft bei der Berufsbezeichnung Carsten Janka Individualtrainer sein und bei Thomas Sickersberger Co-Trainer. Ich persönlich bin auch sehr dankbar, dass der Carsten sich zur Verfügung stellt, ohne groß zu lamentieren und große Reden zu schwingen oder groß rumzukaspern. Dafür kennen wir ihn. Hat er gesagt, okay, ich mache das in der Doppelfunktion. Das wird nicht einfach sein. Also Nachwuchsmanager und Individualtrainer. Aber ich bekomme das hin. Ich glaube, die größten Probleme, die er da sieht, hat er mit seiner Frau, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die hat er auch mit im Boot. Und deswegen sind wir ganz optimistisch. Ja, ich habe mich schon bedankt. Ich bedanke mich noch einmal für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Es wird eine sehr schwere, aber trotzdem eine sehr schöne Aufgabe, die auf uns wartet. Die gilt es natürlich positiv zu bewältigen, und ich bin guter Dinge, dass wir das gemeinsam schaffen. Und den Worten vom Herrn Direktor ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben die Situation, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Jetzt weiß ich, dieser Verein ist ja über 100 Jahre alt, und da hat es oft die Aussage gegeben, ja, wir müssen einen Umbruch machen. Umbruch ist für mich ein Unwort, ja, aber wir müssen was Neues machen und wir setzen jetzt auf die Jugend. Ja, okay, das ist kein neues Konzept. Es ist aber so, wenn man das letzte Spiel gegen Ried gesehen hat, die Hälfte der Spieler, und das waren alles die Spieler im Offensivbereich, der zwei Tore geschossen hat, steht hier,
hat man gesehen, dass wir eine ganz, ganz junge Mannschaft haben. Ja, und das wird sich großartig auch in der kommenden Saison nicht ändern. Und diese Mannschaft hat sehr viel Potenzial. Ja, und wir alle sind aufgerufen, dieses Potenzial zu entwickeln. Es hat schon viele Talente gegeben in jedem Land der Welt, die es nicht geschafft haben. Hier haben wir Talente, die natürlich auch ihren Weg gehen müssen, ja, denen nichts geschenkt wird und wir auch nichts schenken, das weiß ich, die aber optimale Anleitung kriegen, um sich zu entwickeln. Und wenn sie da unterstützt werden, dann ist das sicherlich das, was wir in der kommenden Saison wie auch immer brauchen. Natürlich wissen wir auch, dass wir noch was dazu unternehmen wollen und ich hoffe, das wird uns bis zum Start am 12. gelingen. Sie wissen ja, dass ich im November nicht mehr kandidiere, dass ich das faktisch die Stafette übergebe. Und es ist so, dass jeder, der diese Funktion übernimmt und der gleichzeitig noch im Beruf ist, kaum in der Lage sein kann, einen Verein so zu führen, wie das nach dem Vereinsgesetz notwendig wäre, nämlich als operativer Präsident. Und daher bereiten wir auch vor, eine Umstrukturierung unseres Vereines in eine Kapitalgesellschaft, wo der Präsident hier dann eine Aufsichtsfunktion hat und der operative Teil im Vorstand zu liegen kommt. Das ist notwendig, weil wir sonst keine hervorragende Persönlichkeit für die Funktion des Präsidenten des SK Rapid finden könnten. Das bereiten wir noch vor. Wir werden die entsprechenden Entscheidungen in einer außerordentlichen Hauptversammlung Ende September treffen und dann die formalen Beschlüsse bei der Hauptversammlung im November.